Schätze der Gnade. Aidan Tozer. Kampf der Gedanken. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Liebe Geschwister. Hebräer 3, Vers 1. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen Christus. 2. Korinther 10, Vers 5. Das, was wir sind oder sein werden, können wir aus den Gedanken entnehmen, die wir haben, wenn wir unseren Gedanken freien Lauf lassen. Als wir den Vogel freiließen, wohin ist er geflogen? Umkreist er wie eine Rabe einen Kadaver? Oder kehrt er wie eine Taube zurück zur Arche? Das ist ein ganz einfacher Test. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann können wir schnell ausfindig machen, in welchem Zustand wir sind und wo wir uns hinbegeben. In kürzester Zeit nämlich kann es sein, dass wir zu dem werden, was wir in unserer Lehrzeit denken. Viel Übung in der Kunst des stillen Gebets, indem man sich im Verborgenen, während man seinen Geschäftigkeiten nachgeht, an Gott wendet, wird uns dabei helfen, die heiligen Gedanken zu kultivieren. Denn wie einer in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Sprüche 23, Vers 7. O Herr, du kennst den täglichen Kampf, den wir in unseren Köpfen haben. Du siehst, wie oft unsere Gedanken sich auf verrottete Leichen niederlassen. Richte unsere Gedanken doch neu aus und führe uns auf dem Weg, eine neue Angewohnheit zu entwickeln, nämlich die der heiligen Gedanken. Amen.